beginnen wir gleich mit dem Kopieren des Texts. Du überfährst den ganzen Text mit gedrückter Maustaste, da diese Quellen, die spare ich mir bis und mit Wesen. Mit Bearbeiten, Kopieren oder eben wie immer Befehl C gelangt dieser Text in den Zwischenspeicher und jetzt öffne ich Word und zwar eine neue leere Datei. Bevor ich jetzt den Text einfüge, noch eine kurze Einstellung für die Seitenränder. Unter Format Dokument stellen wir den oberen Rand auf 2 und den linken Rand auf 3, rechts ebenso 2. Den Rest lassen wir so, wie er ist. Und jetzt also mit Bearbeiten einfügen oder eben Befehl V kommt dieser Text direkt aus dem Internet rein. Du siehst, dieser Text wimmelt von Formatierungen, die vielleicht nicht gerade geeignet sind, vor allem eben auch von Links, die wir gar nicht als Links drin haben wollen. Und deshalb findest du ganz am Schluss des Textes diese Einfügeoptionen. Das erscheint nur so lange, als der Text gerade frisch reinkopiert wurde. Und hier wählen wir nur Text übernehmen. Jetzt haben wir also den Text in reiner Form, ohne Bild und ohne Formatierungen. Und den gilt es nun zu überarbeiten.